Hallo, weiter mit den Fragen mit in meinem Katalog, beziehungsweise die nächsten Fragen sind wahrscheinlich weniger Fragen, die an mich mit der Bitte um eine Antwort gerichtet sind, sondern fast ein bisschen so wie die letzten Fragen gestern, ne? Fast so ein bisschen wie Koans allerdings. Nicht unbedingt humorvoll, sondern durchaus ernst gemeint, ne? Hier schreibt jemand, wenn man das so ausspricht, ist mir so noch nie begegnet. Tief empfundene spirituelle Fragen sind nach meiner Erfahrung immens wertvoll und wirksam. Aber es geht nie darum, was die richtige Antwort ist oder ob es eine gibt. Es geht immer ausschließlich darum, woher die Frage kommt. Und das ist ja genau der Grund, weshalb ich immer diesen angebindenden Kommentar da unter dem Video hinterlasse, ne? Klar dürft ihr mir Fragen stellen. Und ich bin auch gerne bereit, mir diese Frage zu stellen und meine Antwort zu geben. Aber warum ist dir diese Frage wichtig? Woher kommt die Frage? Und bitte stell dich selbst dieser Frage, das ist wichtig, ne? Es geht immer ausschließlich darum, woher die Frage kommt. Welche unbewussten Prämissen impliziert meine Frage? Also wovon gehe ich aus? Was führt dazu? Welche Voraussetzungen haben dazu geführt, dass überhaupt diese Frage für mich zur Frage wurde? Was muss ich sein, um diese Frage stellen zu können? Oder anders gesagt, wer stellt diese Frage überhaupt? Spirituelle Fragen sind immer rückwärts gerichtet. Es sind unbewusste Fragen nach dem Fragesteller, genau, nach dem Selbst. Das bekannteste Beispiel ist Maharshis Who Am I, also ein berühmter Advaita Vedanta-Lehrer. Und Who Am I ist, glaube ich, auch der Titel eines Buches, oder vielleicht ist es ja auch die Antwort, I am that. Spontane Fragen, die mich weitergebracht haben, waren zum Beispiel, und jetzt folgt eine ganze Liste von, für mein Gefühl, sehr interessanten Fragen. Warum sitze ich hier überhaupt? Das fragen sich, glaube ich, viele von uns manchmal, zum Beispiel am dritten Session-Tag, ne? Warum tue ich mir das überhaupt an? Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, an diesem Session teilzunehmen? Und die Tür ist ja offen. Ich könnte jederzeit gehen. Warum bin ich noch nicht gegangen? Warum gehe ich nicht in diesem Moment? Warum sitze ich weiter? Nächste Frage. Was erlebe ich als Liebe, wenn es so offensichtlich kein Gefühl und keine Beziehung ist? Wenn wir von Liebe sprechen, dann meinen wir oft ein Gefühl, ne? Oder eine Beziehung, die wir zu einem Menschen spüren, ne? Der Fragesteller hier sagt, es ist so offensichtlich kein Gefühl und keine Beziehung. Was ist diese Liebe, die ich in diesem Moment erlebe, die jenseits ist von Gefühl und Beziehung? Die nächste Frage: Für wen ganz genau decke ich eigentlich den Tisch im Kloster? Also, wenn man im Kloster lebt, dann hat man Küchendienst und man muss manchmal für die Gemeinschaft kochen oder man muss dem Koch zumindest helfen, den Tisch zu tun. Für wen tue ich das? Für die anderen? Für mich? Für wen? Ne? Für wen ganz genau decke ich eigentlich den Tisch im Kloster? Oder zurückbezogen auf die allererste Frage, für wen sitze ich eigentlich hier auf dem Kissen, ne? Warum? War die Frage, aber ich könnte auch fragen, für wen mache ich Sazen?
Und im ersten Fall scheint die naheliegende Frage zu sein, für mich natürlich, ich sitze doch für mich, ne? Und im Fall vom Tischdecken scheint die naheliegende Antwort zu sein, ja, ich mache das natürlich für die anderen, ne? Weil ich heute dran bin. Aber ist das wirklich die Antwort? Die nächste, vierte Frage, was macht meine Verneigung richtig, wenn es nicht die korrekte Haltung ist? Ne? Also zum Beispiel vorm ins Klo gehen oder vorm ins Bad gehen. Ne? Was ist eine richtige Verneigung? Mal ganz abgesehen von der Haltung. Ne? Fünfte Frage. Wenn ich das Suchen so offensichtlich nicht lassen kann, was kann ich stattdessen lassen? Also es wird ja immer wieder gesagt, dass man nicht nach Erleuchtung suchen soll, dass man alles loslassen soll, dass man sich keinen Gewinn versprechen soll. Ne? Aber davon ist schwierig loszulassen. Dann versuch doch nicht mit Gewalt loszulassen, sondern frag dich stattdessen, was du loslassen kannst. Vielleicht gibt es ja andere Dinge, die du loslassen kannst, und dann fang mit denen an. Ne? Sechste Frage. Was ist Kunst oder Schönheit, wenn es kein Ding da draußen ist? Es ist ja nicht das Objekt, das schön ist. Der eine findet das eine schön, was der andere nicht schön findet. Ne? Wenn es nicht das Ding, das Objekt ist, was ist Schönheit oder Kunst? Siebte Frage. Ist meine Kamera erleuchtet, wenn sie statt richtig und falsch nur Schönheit und Gegenwart sieht? Ist die Kamera erleuchtet? Achte Frage. Was, wenn die Wahrheit mich sucht, statt umgekehrt? Das sagt auch der Kodo Sawaki irgendwo, ne? Du suchst nicht nach Buddha. Du glaubst nur, dass du nach Buddha suchst. In Wirklichkeit sucht Buddha nach dir. Du glaubst, dass du nach Wahrheit suchst. Was, wenn die Wahrheit nach dir sucht? Neunte Frage ist das, glaube ich. Die sind nicht durchnummeriert. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das jetzt Nummer 9. Wenn ich in Antaiji überhaupt nicht zähle, ne? Also das ist ja der berühmte Satz, den ich mal von meinem Meister gehört habe, ne? Als ich zum Beispiel sagte, dass ich nicht nach Antaiji gekommen bin, um kochen zu lernen, ne? Da sagte der Meister, um dich geht's gar nicht, du zählst nicht. Wenn ich in Antaiji überhaupt nicht zähle, zähl trotzdem wer oder was für mich. Wenn ich nichts zähle, was zählt da noch? Was zählt überhaupt? Was zählt trotzdem? Nummer 10 sollte das sein. Wenn das Sitzen nichts bringt, was fehlt dann? Oder was ist überflüssig? Sazen bringt nichts. Erleuchtung ist Quatsch. In dem Moment, wo du das hörst, fehlt dann was? Und wenn ja, was? Gibt es plötzlich was, was überflüssig wäre? Und was wäre überflüssig? Und dann die letzte Frage. Ich glaube, es ist die 11. Ist meine Sehnsucht nach Erwachen glaubwürdig, wenn ich die Möglichkeit ausschließe, dass ich es genau jetzt und bedingungslos erfahren kann? Es gibt da ein berühmtes englisches Gedicht von E.E. Cummings, das lautet Seeker of Truth, follow no path, all paths lead there, truth is here. Also auf Deutsch gesagt, Wahrheitssucher, folge keinem Pfad, denn alle Pfade führen dorthin, aber die Wahrheit ist hier.
Alle Pfade führen nach dort, aber die Wahrheit ist an diesem Ort, wenn man es jetzt reimen möchte. Ne? Ist meine Suche, meine Sehnsucht nach Erwachen glaubwürdig, wenn ich die Möglichkeit ausschließe, dass ich es genau jetzt und bedingungslos erfahren kann? Wenn ich ausschließe, dass Erleuchtung nach mir sucht, sozusagen, ne? Ist meine Sehnsucht dann überhaupt glaubwürdig? Und diese 11 Fragen sind gemeint wirklich nur als Anregung, schreibt er. Dies wirklich nur als Anregung. Wenn du eigene Sachen hast, lass nicht locker, sei wie ein Terrier. Was kümmert dich hingegen die Frage, ob dein Schlauchboot einen Außenborder oder Proviant an Bord hat, wenn doch nur feststeht, dass es sinkt? Ne? Dein Schlauchboot hat ein Loch, ne? Du merkst vielleicht noch nicht, wie du nass wirst, aber auch du wirst früher oder später schwimmen müssen, ne? Vielen Dank für diesen Kommentar und wir sehen uns morgen wieder. Und danke auch an alle, die zugeguckt haben. Tschüss.